Endlich frei. Biram Dar Abed und Brahim Bilal Ramdane wurden gestern aus dem Gefängnis entlassen. Sie wurden von Tausenden von Mauretaniern in Empfang genommen, die mit ihnen gemeinsam friedlich gegen Sklaverei kämpfen. NGOs, ausländische Regierungen und die Vereinten Nationen haben sich für ihre Freilassung eingesetzt. Wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, die an unserer Unterschriftenaktion teilgenommen und sich mit ihrer Stimme gegen Sklaverei eingesetzt haben. Der friedliche Kampf gegen die Sklaverei in Mauretanien geht weiter. Jetzt muss unsere Partnerorganisation IRA Mauretanien von den dortigen Behörden als Nichtregierungsorganisation anerkannt werden. Biram und Brahim werden ihren friedlichen Kampf fortsetzen. Wir werden sie dabei unterstützen.